Yo Leute, herzlich willkommen zum offiziellen Jahresrückblick des Jahres 2015 von Die Aufregers. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die beiden Mitaufregers Yannick und Dave vor die Kamera zu kriegen. Und kennt ihr uns noch? Ja. Wir haben so ein kleines, ich kenne sie vielleicht sogar, gemütliches Beisammensitzen hier gerade. Genau. Wie geht's euch heute? Ja, also ich fange an, oder? Also mir geht's gut. Bin gut angekommen. Wir haben uns mal wieder in unserer alten Location getroffen, wo wir lange nicht mehr zusammen waren. Sehr lange. Sehr lange. Nicht mehr zusammen. Ich habe gerade gesehen, dass wir doch teils mal hier waren, aber nie gemeinsam. Das ist schon lange her. Das letzte Mal war unser Schärfe-Battle, oder? Nee, das war, glaube ich, Donkey Kong Country. Oder das Schören zwar in diesem Raum zumindest, ja, aber in dieser Position war das Schärfe-Battle von damals. Das stimmt. In der Konstellation, das kann gut sein. Ja, ja, ich halte es auch gut für möglich. Boah, ey. Meine Freundin hat übrigens gemeint, sie würde gerne beim nächsten Schärfe-Battle mitmachen, um es unter den Tisch zu schärfen. Wenn sie so scharf ist, dann kann sie gerne mitmachen. Ja, ich sehe. Meine Freundin verträgt überhaupt kein scharfes. Meine Freundin, ich habe keine. Okay. An alle, die zuschauen, oh, die hat keine Freundin. Nee, jetzt sagen müssen so. Meine Freundin auch, wenn ich eine hätte. Verdammt. Dave, wie steht's um dich? Wie unsere Zuschauer fragen sich, was ist das aus dem Dave geworden? Ja, der Dave hat es geschafft, innerhalb von 1,5 Jahren zweimal umzuziehen. Also dem Dave geht's zu. Der letzte Umzug ist jetzt erst vorbei. Deshalb ist mit ein Grund sicher, warum ich jetzt nicht so viel mit auf dem Channel bin, aber auch, weil ich studiere. Aktuell studiere, das wollte ich sagen. Und deshalb immer unterwegs bin, nur am Wochenende da und dann hat Olli nicht immer Zeit. Deshalb ist es auch so ein Grund. Aber ich bin froh, dass ich zumindest zweimal oder ein, zweimal dieses Jahr vertreten war und ja. Das geht mir ganz gut. Das ist doch schön. Auch, dass wir es heute geschafft haben. Ja. Ja, ich finde es echt super. Ich finde es super. Also ich war eigentlich geplant, dass Mille, unser Special Effect Mann, eigentlich noch dabei ist. Das haben wir leider dann doch nicht hingekriegt, dass wir vier, das ist schon total verrückt. Das haben wir vor die Kamera hinzitiert. Wir haben es leider nicht geschafft, aber ich dachte, Mensch, jetzt, also hauptsächlich liegt es ja an mir, weil ne, normale Menschen am Wochenende frei, ich nicht. Und jetzt haben wir einfach mal einen Tag erwischt, wo sie mal Urlaub haben und ich eben ganz normal meinen freien Tag. Und deswegen ging das jetzt. Und ja, dann machen wir es doch zu dritt. Ich meine, Mille kennen sowieso die wenigsten, von daher. Egal. Drauf geschissen, sagen wir, lassen wir mal. Aber wenn ihr ihn doch sehen wollt bei, wie hieß es, Machinarium? Machinarium Let's Play. Machinarium, das übrigens immer noch nicht fertig ist, was wir wahrscheinlich auch nie machen. Genau, Famous und Hitman und okay, ich will es nicht in die Scheiße reiten. Ich denke, Hitman nicht fertig gemacht, das verstehe ich bis heute nicht. Mich hat es tatsächlich interessiert. Ich hasse Glotzköpfe. Ja, genau. Das wird sein. Das wird sein. Ja. Nee, also wir haben uns hier zumindest zusammengefunden und wenigstens mal am Jahresende das Ganze hier nochmal zu zelebrieren. Weil meiner Meinung nach war das Jahr 2015, also nicht nach meiner Meinung, es ist der Fakt. Und also an der Menge von Videos, an der Menge von Views, an der Menge an Abo-Zuschlägen war das unser aktivstes Jahr seit 2012. Dafür gebe ich jetzt erstmal eine Bro-Fist in die Mitte. War auf jeden Fall ein sehr ereignisreiches Jahr. Da will ich jetzt gerne sagen, was hat mir so für Eindrücke? Was hat sich denn so geändert? Wo seht ihr denn so die Hauptfaktoren? Also ich würde mal sagen, die Hauptfaktoren unseres Profils, wollte ich gerade sagen. Ja, also unseres Erfolgs war es hauptsächlich durch die Hearthstones. Durch den Hearthstone-Shit, sei es jetzt Guides oder Reviews oder das war's. Ja, das war's. Haben wir irgendwie die meisten, sagen wir, eine große Menge irgendwie anlocken können, uns zu sehen, uns zu abonnieren. Also ich habe es auch gesehen, ohne jetzt vorwegzugreifen, dass die meisten Fragen wirklich Hearthstone-Fragen sein werden. Aber ich denke mal, das ist wohl die Richtung, die man einschlagen muss, wenn man hier mal mehr Aufsehen erregen will. Was ich auch einerseits schade finde, weil das nicht so mein Interessenbereich ist. Das muss ja auch dem anderen Erfolg keinen Abbruch tun. Ich meine, es ist eben ein aktuelles Online-Spiel und danach suchen Leute einfach. Wir sind Hobby-YouTuber, wir haben nie versucht jetzt zu sagen, ey, wir brauchen jetzt ein Konzept mit Titten im Thumbnail, um jetzt
Klicks auf den Tod rauszubauen. Das habe ich aber auch gesagt, mach das mal. Ja, pack doch einfach mal grundsätzlich Titten in Thumbnail. Ja, das wird was bringen, aber was für eine Zuschauerschaft kriege ich denn dann? Irgendwelche Spackos. Ja, für Trauch-Leute und sowas. Also. Ja, es ist halt so. Und prinzipiell, wenn es um einfach nur Let's Plays, kommentierte Spielen geht, muss ich dieses Spiel durchspielen und es muss mir gefallen. Und da wir eben vom älteren Kaliber sind, doch ich zumindest und Dave denke ich auch relativ Retro-Fans sind. Mit bei mir, ja. Ja, mit. Grundsätzlich, aber ja, ich ja auch nicht. Aber ja. Es gibt sehr viele Teile, wo ich sage, da kenne ich mich am besten aus. Das sind meistens Spielereien, auf die ich mich spezialisiert habe. Und wenn ich einen besseren PC hätte, so wie du, könnte ich auch was machen, ey. Ja, das mal machen, ja. Also, aber auf jeden Fall, ich denke einfach, gerade mit Metro Prime 3 war eigentlich auch eine sehr gute Sache. Das, also auch der erste Part hat überhaupt schon 600 Views. Ach, den ich gemacht habe. Ja, genau. Ja, frag mal, warum. Das ist aber auch ewig her. Also bitte. Ja, okay. Jeder Prime hat ein Jahr. Ja, auf jeden Fall, ja. Also, ja. Was hältst du so von Jahr 2015? Was ist alles so passiert? Oh Gott. Das Jahr 2015 war recht hardstone-lastig. Ja, das war es ja definitiv. Martin hat mitgekriegt, dass der Großteil von uns, also Yannick, Mille und ich, entweder wir wollten nicht oder wir konnten nicht aus technischen Gründen, aus Zeitgründen viel machen. Da warst schon du der Hauptverantwortliche, was das Ganze angeht. Es ist schade drum, aber wir werden alle älter. Das hast du ja auch gesagt, wir gehören zum älteren Semester jetzt langsam, was YouTube angeht zumindest. Man kann es leider was nicht. Was Gaming-YouTuber angeht. Ja. Und das hat mir das Jahr grundsätzlich trotzdem sehr gefallen. Ich habe, muss ich sagen, die Reviews jetzt nicht grundsätzlich gefeiert, weil ich am Anfang nicht so involviert war in Hearthstone. Ich habe inzwischen aber, seitdem es auf iOS draußen ist, auch mal angefangen ein bisschen. Und die Reviews sind auch besser geworden. Das hat man stark gemerkt. Das hat mich immer wieder mitgefreut. Und auch das Axiom Verge Let's Play hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil ich halt auch die alten Metroid-Teile gar nicht so uninteressant finde. Alles in allem, gutes Jahr, definitiv steigerungsfähig, aber je nachdem, ich denke, ja, das ist die Quintessenz. Gutes Jahr, verbesserungsfähig, aber schöner Hearthstone-Shit und es hat mich gefreut, gerade bei den Arenas dabei zu sein. Auf jeden Fall. Ich denke einfach, wir haben ja auch jetzt dieses Jahr erst angefangen, auch mit dem Logo, mit dem Adobe ein bisschen noch mitzuarbeiten. Das war alles dieses Jahr. Ist es erst seit diesem Jahr? Seit diesem Jahr. 15 ist so lang. Also, ich meine, es war Ende 2014. Aber dass wir das dann wirklich regelmäßig reingepackt haben, auch das Banner war definitiv dieses Jahr. Und ich denke einfach, dass wir von der Qualität her wirklich ordentlich zugelegt haben. Also auch gerade das war, was einfach diese, ich meine zum Beispiel ein Guide zu machen, ist ungefähr ja, ein bisschen weniger Aufwand als ein Review zu machen, vom Schnittaufwand fast genau das gleiche. Und da habe ich zumindest dieses Jahr 11 Stück gemacht. Und, nee, 10. Das sind 10. Und das war einfach mal ein ziemlicher Marathon für mich. Und es hat aber Spaß gemacht, weil jeder einzelne einfach relativ gut ankam. Auch mit der Zeit, ich sehe es ja auch an Statistiken, es wird immer mehr gesucht, es sind sehr viele, die einfach diese Begriffe eingeben und dann bei mir landen und das war auf jeden Fall für mich so eine Art Verwirklichungsjahr, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt endlich mal, in welche Richtung es gehen kann. Verbesserungsfähig auf jeden Fall, aber da sehe ich gar nicht so von mir die Quantität oder die Qualität an, sondern ich würde gerne in den nächsten Jahren oder in nächster Zeit einfach gucken, da du jetzt auch zum Glück auch mal näher hergezogen bist oder erreichbarer bist für mich, mehr als Gruppe auftreten. Das wäre einfach für mich eine der wichtigsten Sachen, die ich jetzt verbessern möchte. Vielleicht gucken, okay, habt ihr den Bock? Wenn ja, dann lass uns doch mal was machen oder aber da ein bisschen mehr drauf Wert legen, dass man euch ein bisschen mehr reinbringt. Weil es macht mit euch einfach am meisten Spaß. Es ist einfach so. Und ich bin jetzt einmal, bin ich vor 3 Guides gehockt. Fast, also eine in Planung und 2 in der Mache. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ey, das wäre so schön, wenn ich wenigstens ein paar Szenen hätte im Kumpel. Lass mal. Ja, gut, aber Leute, wir haben ja relativ kurzfristig dieses Fragevideo gemacht, also deswegen kann ich. Ja, spontan gemacht. Relativ spontan gemacht. Spontanes Infovideo. Genau.
Da kamen zwar nur zwei Leute, aber jeweils mit drei Fragen. Und ich denke, die sind relativ unausbaufähig, zumindest die von einem. Als erstens. Ich weiß noch gar nichts. Du bist der Einzige, ich habe sie heute Morgen noch gelesen, bevor ich hierher gefahren bin. Unter der Dusche. Handy kaputt. Also ich habe sie nicht gelesen. Außer du hast ein Sony Xperia Z3, das ja auch unter Wasser geht. Das habe ich halt schon. Fleischwerbung. Hashtag no Sponsor. Egal. Tja, ich habe nur das Samsung Galaxy S6. Das. Tja. Nur nicht das. Also von meinem HTC One. Lese ich jetzt mal die Kommentare vor, zumindest mal die Fragen vom Master 18 oder 18. Master, er hat, Name. Er hat anscheinend die 18 schon gemeistert, hoffe ich mal. Was heißt hoffe ich mal, gehe ich mal von aus. Wenn du erst unter 18 bist, ist das auch kein Problem. Die Fragen, die nehme ich jetzt bewusst als erstes, erstmal stehen sie weiter oben, zweitens sind sie Hearthstone bezogen, die raffeln wir mal ganz kurz durch. Wird in Zukunft ein Let's Play oder Anzock von Overwatch kommen, wenn es draußen ist? Was ist das? Overwatch ist ein Borderlands-mäßiger Shooter, der von Blizzard ist. Also, Borderlands-mäßig ist vollkommener Quatsch. Also von der Aufmachung her schon. Es ist halt relativ Comic-Grafik. Ja, das meine ich. Ja, okay. Es ist Cell-Shading-Stil, aber es ist ein normaler First-Person-Shooter, bei dem es verschiedene Superhelden, also es geht aus Superhelden und Superschurken. Geht das Ganze hinaus und jeder Charakter hat besondere Spezialfähigkeiten, abgesehen davon, dass er auch schießen kann, wie jeder Idiot. ja, aber es ist halt wahrscheinlich kein Level-System. Es ist oder kein so. RPG. Ja, okay. Deshalb, es ist mehr vergleichbar mit Destiny! Ja, mit Destiny wäre es möglich. Ja, sag ich doch. Destiny! ja. Ja, tatsächlich. Ja, aber. Mich persönlich würde es sehr bocken, mich würde es auch freuen, wenn du das tun würdest, Olli. Die Frage ist berechtigt. Also sagen wir es mal so. Ich persönlich habe zu tun mit StarCraft, mit Hearthstone. Ich habe im besoffenen Zustand übrigens mir 2 Monate WoW gekauft und bin wieder leider voll drin. Voll gesund. Ja, das heißt, ich habe jetzt von den 5 Spielen gerade an 3 am Spielen. Und ich habe noch andere Sachen und vielleicht noch ein Leben. Bisschen. Vielleicht auch. Und noch Arbeit, ganz viel. Ich werde wahrscheinlich das, vielleicht ein Anzock und sowas, könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall, dass wir uns zumindest mal angucken, die ersten Eindrücke zumindest mal auffangen. Das können wir gerne machen, würde ich aber auch gerne, jetzt wenn Dave schon sagt, ja, mit mich bocken. möchtest du gleich unterschreiben, oder? ich würde es ja grundsätzlich machen, ich meine, ich zocke auch Destiny, das heißt, ich bin so ein bisschen in diese, ich nenne es jetzt mal Spezialshooter, nicht die typischen Schießen-Ducken-Shooter, sondern eben diese, wo man Spezialfähigkeiten hat und so, bin ich relativ drin. Es würde mich stark interessieren. Mein einziges Problem ist erstens, ich habe keinen PC, der damit klarkommt. Das heißt, PC fällt für mich aus, außer ich gebe 1,5 aus für einen neuen PC. Und zweitens, ich glaube, es geht aber auch nur auf PC, weil ich glaube, für PS4 geht es nicht. Das wäre und die hätte ich aber auch noch nicht mal. Blizzard? Und dann habe ich noch... Geht das? Okay, wobei... Ja, Destiny ist auch Blizzard. Ich weiß gar nicht. Was, Destiny ist Blizzard? What? Activision Blizzard. Ja. Was? Mann, scheiße, ey. Also, ich habe ja gar keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung. Außer ich liege jetzt falsch, dann korrigiert mich. Aber ich glaube, Activision ist es ja. Deshalb, grundsätzlich würde ich es gern, wenn ich den PC hätte, den ich nicht habe, und das Internet, das ich auch nicht unbedingt habe, die Zeit hätte ich. Aktuell hätte ich die Zeit, aber sonst gerne von mir aus und Olli. Du kannst mich ja mal in meiner Wohnung mal zur Abwechslung besuchen, dann können wir das ja machen. Wenn ich am Wochenende irgendwann frei habe, fahre ich dann ewig lang, sag zu meiner Freundin, ey, nee. Ewig lang? Das sind 40 Minuten. Ja, dann sag ich zu meiner Freundin, ey, nee, ich fahre jetzt erstmal mit dem Bus 2 Stunden nach Karlsruhe, dann sage ich kurz Hallo und dann fahre ich weiter zum Olli. Genau. Genau, das ist der Plan. Dankeschön. Also um die Frage zu beantworten, nur. Du siehst das nicht. Nein. Nö. Also angucken werden wir es uns auf jeden Fall, inwiefern es auf dem Channel kommt, kannst du gespannt sein. Aber fest steht noch so gut wie nichts. Und ich schlage dir jetzt hier offiziell vor, dass du deinen PC hierher bringst. Was? Das ja. Ding? Ja, du hast ein Auto. Du musst ja nicht mit der Straßenbahn daherkommen, so ist es nicht. Gucken wir mal. Okay. Also, zweite Frage. Wird es genauso viele Hearthstone geben wie im letzten Jahr? Ja, wenn nicht noch mehr.
Ja, lieber gar nichts, oder? Genau. Lieber mal gar nichts machen, oder? Besser als Hearthstone. Wer unsere Videos schaut, weiß, ich werde nicht gern mit Hearthstone involviert. Ja, eigentlich keiner von uns. Ja, ja. Du wurdest in die Luft gesprengt, du bist auf den Baum gestiegen, verbrannt. Ja, und noch was ist mit mir passiert, das wisst ihr aber noch nicht. Wobei inzwischen doch. Ist es offen schon? Es ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video ankommt, ist es schon da. Ah, okay. Achso, dann ja. Dann können wir ja spoilern. Er verschwindet. Ganz toll. Ja, und was dann noch kommt, das wird auf jeden Fall, das willst du noch nicht. Das weiß noch nicht mal wirklich ich. Aber wir haben uns schon groß drüber unterhalten und es gibt viele interessante Konzepte, muss ich sagen, in Bezug auf Hearthstone. Ja. Deshalb, ich würde sagen, was Hearthstone angeht, seid gespannt für 2016. Olli rockt den Shit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wird schon. Gar kein Problem. Dritte Frage, werden auch normale Hearthstone-Parts kommen, also Arena und Kartenchaos? Nein. Warum aber nicht Kartenchaos, jetzt mal im Ernst? Kartenchaos, wenn es sich anbietet. Kartenchaos kommt wöchentlich und man hat schon ganz am Anfang gemerkt, dass bei Kartenchaos, das ist ein praktischer Spielmodus, der wöchentlich neu rauskommt. Und immer, du spielst einfach Hearthstone gegeneinander, nur halt mit ein paar Sonderregeln, die halt dann so mit einfließen, von wegen alle deine Viech, jedes Mal, wenn du ein Viech spielst, kommt noch eine 1-1 dazu oder sowas. Also das heißt, musst ein bisschen drum rumbauen, manchmal kriegst du auch einfach ein Deck gestellt. Die sind manchmal einfach, sie wiederholen sich, erstens. Teilweise habe ich schon zwei, drei gesehen, die sich wiederholt haben und die sind teilweise entweder total bescheuert, also auch einfach auch nicht spaßig, oder wiederholen sich. Und da ein wöchentliches Konzept draus zu machen, nee. Wenn sie wirklich gut sind, so zu zweit gegen einen Boss und so, was ja mal war, das war sehr schön. Oder Ragnaros gegen Nefarian, wenn du wirklich mit den OP-Viechern hoch 10er raushaust, ist cool. Aber in der Regel nicht. Arena bin ich selbst sehr unaktiv, weil ich sehr, sehr viel Pech habe und voll schlecht bin. Und ich denke, das ist bei einem Livestream, wenn man sich da ja ein Deck auch immer aus drei Karten wählt sich, und von den drei Karten kann man sich immer auch eine auswählen und dann kommen die nächsten drei. Das ist komplett random basiert und da, wenn ich dann komme, hey cool, ich habe noch nicht mal eine Epic und ich spiele gegen einen der zwei Legendaries, hat cool, fett, kann man richtig viel machen. Also ich habe sehr, sehr viel Pech und das macht höchstens bei Livestreams, finde ich, Sinn. Wenn man einfach die Zuschauer noch sagen kann, welche von den drei soll ich nehmen, keine Ahnung. Das halte ich nicht für sinnvoll, aber ich habe andere Konzepte im Kopf, die dir ebenfalls gut gefallen werden. Okay. Aber jetzt ist meine Frage an die Community, weil mich persönlich würde es wirklich interessieren, wie Olli sich schlägt, wenn er wöchentlich sagt, ey, ich mache das Kartenchaos und ich gebe mir dann halt das, was ansteht und ich versuche da durchzukommen. Ich meine, es ist einfach, also von unserem Standpunkt auch, es ist relativ wenig Aufwand. Es ist nicht mehr Aufwand als Aufnehmen, wie du mit einem Trainingsdeck für eine Review übst. Wenn du es drei oder viermal spielen musst, damit du das Kartenchaos schaffst, dann ist es halt 3 bis 4 Mal. Das könnte man genauso gut zusammenschneiden zu einer leichten Kombi. Halte ich jetzt nicht für groß aufwendig. Und ich glaube, es geht den Zuschauern ja auch darum, dich zu sehen, wie du dich in Hearthstone schlägst. Weil du ja schon, du bist jetzt nicht der Schlechteste, behaupte ich jetzt mal. Und es geht ja auch darum, dich zu zeigen, deinen Charakter. Weil du bist. Ja, also. Deshalb wird es mich besonders von der Community aus, wenn ihr das jetzt seht, interessieren. Wollt ihr Olli sehen im Kartenchaos? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich glaube, die Pflanze hier. Ja, ja. Wenn ihr es nicht wollt, schreibt. Wenn ihr es wollt, schreibt es besonders. Und vielleicht lässt sich Olli breitschlagen, wenn er sieht, dass der Ansporn groß genug ist. Ich habe von dem Konzept kein wirkliches Bild, also wie man das auf Dauer schön machen kann. Aber wie gesagt, wenn jetzt die Nachfrage natürlich, er ist ja auch lange nicht der Erste, der das schreibt. Von wegen hier nochmal normale Hearthstone-Parts, normales Ranked, normales Arena. Ich wollte sowas halt immer gerne als Livestream machen, das ist leider wegen meiner Leitung nicht möglich. Egal. Wir kommen mal zu den nächsten Fragen allmählich. Ich hätte auch noch, also der nächste kommt vom Error Place HD, habe ich vorher leider echt noch nicht gelesen. Kann es sein, dass du, hast du schon mal kommentiert? Ich weiß es nicht. Aber er hat vorher erstmal einen ellenlangen Text geschrieben, wie toll er die Hearthstone-Videos findet. Und ich wäre einer der letzten, bei denen er wirklich lachen könnte. Und die letzten, die sich wirklich Mühe geben würden. Das ging runter wie Butter. Vielen Dank auch dafür. Also ich denke, dass wirklich vom Aufwand her, dafür, dass wir wirklich das unprofessionell machen, keine Cutter haben und das alles wirklich, die Kamera steht auf einem Stapel Bücher übrigens. wir haben wirklich sehr, sehr viel improvisiert bei jeder einzelnen Review und mein Gott, haben wir da Arbeit reingesteckt teilweise. Und dass es geschätzt wird, dass es unerkannt wird, das ist natürlich schön. Ja. Danke dafür erstmal. Danke.
Ich hätte auch einmal nochmal ein paar Fragen. Erstens, wird es Hearthstone-Parts gegen Zuschauer, einfach nur Duelle gegen Zuschauer oder ohne Videos, davon geben? Mein Freund, in jeder Hearthstone-Guide ist unten der Battletag. Du kannst mich jederzeit adden und da kannst du gegen spielen. Das ist gar kein Problem, wenn ich jetzt gerade natürlich Zeit habe. Aber es ist möglich und gegen Zuschauer ist ein ähnliches Konzept geplant, aber auch noch nicht ganz fertig. Wird aber auch im nächsten Jahr kommen. Also praktisch gegen andere mal zu spielen. Und zweite Frage, was war euer Lieblings-YouTube-Moment dieses Jahr, Dave? Komplett YouTube? Ja, YouTube, also nicht nur unser Kanal. Also schon in Bezug auf uns, denke ich mal. Es geht hier nur um uns, also bitte. Also als Lev Leuter so ein Ding gemacht hat, das war echt toll. Mhm. Und das eine Mal, das Video, das keiner gesehen hat, aber nee. In Bezug auf uns. Die Review zu... Was kam nach Nacktramas? Blackrock Mountain. Danke, die Review zu Blackrock Mountain hat mir am besten gefallen. Logischerweise auch, weil ich mit drin war. Aber ich muss sagen, es war für uns, finde ich, war es ein echt schöner Tag. Wir sind rausgefahren in die Pampa, in die Berge, haben uns eine große Wiese gesucht mit einem Berg und haben geguckt, wenn wir das Zeug abdrehen. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Wir sind quer durch die Prärie gehüpft, wie die Idioten. Wenn es jemand gesehen hätte, hätte er uns wahrscheinlich die Leute mit der Zwangsjacke auf den Hals gehetzt. Aber ich finde, das hat unglaublich viel Spaß gemacht für uns untereinander. Auch das auf dem Baum klettern, das aber in den Takeouts gesehen am Ende. Und das Endprodukt war auch recht gut. Also mir hat es super gefallen. Hat auch grafiktechnisch alles Olli selber gemacht. Dafür auch von mir nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, großes Lob. Und ich glaube, das war für mich Aufregers bezogen der schönste YouTube-Moment von 2015. Was meinst du denn mit recht gut? Ich finde, das war mit Abstand die beste Review bis jetzt. Also die ist so schön geworden. Ich fand Nacktramas auch nicht schlecht. Ja, aber also gerade auch, was ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe irgendwie eine Audiospur bei diesem Erzählen übereinander, nochmal doppelt übereinander. Das hat so schön tief und dunkel und die Musik und das Bild und die Bilder an sich. Es war einfach vom Schnitt her auch, es war gut. Also sehr, sehr schön geworden, auf jeden Fall. Und mit Dave ist halt wirklich so, wir waren ja früher zusammen im Theater. Und bei Dave ist es halt echt immer ein Genuss. Man sagt ihm, man schildert ihm die Situation, man schildert ihm seinen Charakter. Er macht's einfach. Da musst du gar nicht erklären, von wegen ein bisschen lauter oder ein bisschen energischer. Nein, er macht's einfach. Und das ist geil. Mit Dave kann man wirklich schauspielerisch sehr gut arbeiten. Und deswegen, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich sage, Leute, mehr zusammen machen. Das ist einfach, ich bin nicht Olli, der Hearthstone-Mensch, wie ich ja schon dieses Jahr genannt wurde. Der Hearthstone-Typ? Der Hearthstone-Typ, ich habe den Hearthstone-Typ gesehen. Ja, genau, das sind die Aufreger, also ich sehe nur den Hearthstone-Olli, Und das ist halt schade, das finde ich schade, weil damit kommt das Marketing, was wir eigentlich verbreiten wollen, nicht so ganz rüber, sondern eigentlich ist es gerade nur Hearthstone. Ich freue mich natürlich drüber, aber ja. Egal, gut. Also, Janiks Moment? Ja, also ganz ehrlich, ich fand den eigentlich auch richtig geil, den Moment. Oder sagen wir, das Video mit den Blackrock Mountains. War richtig gut gemacht, gut umgesetzt. Ich hab's mir mehrmals reingezogen. Ich hab mich dabei mehrmals angezogen. Ich war so geil, ich muss mich mehrmals anziehen. So geil war das. Plötzlich war ich wieder nackt. Ich weiß nicht, ich hatte gerade wegen diesem Videostreit mit meiner Freundin, weil ich da auf Malle war mit ihr. Und dann sehe ich das so, oh cool. Und dann, ich muss mir angucken, ey, guck mal, ey, die wollen doch jetzt da hingehen. Nee, ich will das Video jetzt sehen. Ernsthaft. Ich fand's einfach so geil. Nee, fand's ja, obwohl ich nicht dabei war. Nee, aber ich fand's cool, richtig gut gemacht. Hat schon so gut an Herr der Ringe erinnert. War, glaube ich, auch teils geklaut. Und, das war absichtlich fast 1:1. Ja, das war auch ein Witz, Mann. Das war auch der Witz. Das war ein Bite, mein Freund. Ein was? Ein Bite. Ich hab dich ja nicht gebissen. Wenn du im Rap eine Zeile von jemandem nahezu kopierst, ist aber Absicht ist, das ist Biten. Genau, wie heißt's? Die höchste Form von Anerkennung ist, jemanden zu kopieren. Genau, richtig. Irgendwie. Naja, und ansonsten sowieso, Reviews haben mich schon immer Spaß gemacht, vor allem auch die, wo ich auch dabei war. Zum Beispiel Nacktramas, Goblins vs. Gnomes, immer so die Real-Life-Szenen, das ist eigentlich da, wo ich abgesehen von Let's Plays auch viel mitgewirkt habe, was mir auch immer sehr Spaß gemacht hat, auch wenn ich nicht so der Schauspieler bin, ich bin einer, der ist gerne in der Kamera. Olli hat mich sogar mal fast bei den Let's Plays fast verprügelt, weil ich mehr auf die Kamera als auf den Bildschirm geguckt habe. Zum Beispiel bei Shadow of the Colossus, ja, genau. Ey, ach, guck hin, Mann, und so. Ach, das war ja witzig.
Das ist lange her, aber mit Shadow, oh mein Gott, ist das lange her. Ja, waren jetzt solche Momente und das macht mir halt Spaß neben den Let's Plays und das sind auch so die Momente, wo ich sage, das ist noch der Grund, warum ich gerne dabei bin. Also ich finde eben auch, gerade was uns beide jetzt angeht, gerade in den letzten Wochen ja mit Fritto und Kobi da feiern gewesen, ne? Also zwei, also praktisch drei, okay, jetzt unaktive, aber damals aktive YouTuber, die wir ja wirklich seit 2001, also seit zwei Jahren, drei Jahren nicht gesehen haben und dann irgendwie wieder Kontakt aufgenommen haben und zusammen einfach mal saufen waren und feiern und tanzen und da denke ich mir, Mensch, das war ein so toller Abend und das hätte man ohne YouTube nie, hätte ich diese Leute aus Düsseldorf oder aus Münster kennengelernt. Und das, oder Gamescom 2012 und oh Gott. Ja, das war, ja, das sind Sachen, weswegen ich YouTube angefangen habe, weil man einfach dadurch Leute erreichen kann. Und wenn man sieht, es sprießt, die Leute sind begeistert, nicht nur in Kommentaren, sondern man trifft sie auch noch. Ne? Und man, man kriegt sogar das hin, dass man Freundschaften bildet. Das ist super. Das kann halt das Internet. Okay, dann sind wir wieder da. Wo waren wir jetzt? Waren wir, genau, bei... Dein Lieblingsmoment, dein Lieblings-YouTube-Moment in diesem Jahr. Ich weiß nicht, was heute los ist mit meiner Scheiße. Dein Lieblingsmoment. Panik! Magische Niesmuschel! Das Ding! Okay, jetzt ist soweit. Also ich meine, ich habe die Fragen ja vorher gesehen, deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Ich hänge zwischen zweien. Und also der eine wäre eigentlich, ja, eben, ja, BlackRock war auf jeden Fall ein ziemliches Hoch. Und eben zu sehen, okay, gerade mit den Guides eben, das war, ich denke, so Mitte des Jahres, dass ich gemerkt habe, Alter, das läuft ja richtig. Ich gucke auf die Statistiken und dann so, Deathrattle Charmen, was geht denn bei dir? 500 Views pro Monat? Okay. Was ist da los? Also der geht ab wie Sau und man hat wirklich gesehen, mit der Zeit, es kamen immer mehr Leute dazu. Das war einfach, ja, natürlich für mich jetzt einfach mal gesehen, boah, nach so langer Zeit endlich mal ein bisschen Anerkennung, ganz schön. Aber mein, eben das mit Fritte, Simon und Kobi war schön, aber vor allem auch eben die Zusammenarbeit mit Mr. Dragonkiller, dass wenigstens mal ein, nicht, okay, es war kein Aufreger, aber es war einfach, wie gesagt, ein Ehrenaufreger. Ein Ehrenaufreger. Benny, du bist ein Ehrenaufreger. Mhm. Es war einfach schön zu sehen, dass man sich dann einfach spontan verabreden kann. Es fing ja wirklich so an, wir haben uns kennengelernt durch Metroid. Da habe ich damals einen Metroid-Trailer, noch bevor der erste Metroid vom allerersten Metroid draußen war, hat der schon auf dem Trailer gesehen, hat der irgendwie den Trailer gefunden und so. Ah, sieht cool aus, bin gespannt, wie du dich schlägst. So, und dann kam er an und dann haben wir jeden Part so Kommentare geschrieben. Oft immer negativ. Kritisch halt. Ja, kritisch, sehr kritisch. Da waren wir erstmal unsympathisch. Ist er immer. Ist er aber auch immer. Das ist Draggy. Das ist Benny. Das ist Draggy sagen. Branny. The Dranny. Dragon Eddie. The Dragon ist der Dranny Killer, genau. Nein. Das hört sich komisch an, lassen wir es vielleicht. Mhm. Ja, also mit ihm zum Beispiel Metroid. Also mit dem war ich dann einmal feiern. Im Krokokeller. Und dann war ich bei ihm und dann haben wir Metroid 2 aufgenommen innerhalb von einer Session, das war eigentlich auch ganz sexy. Und Axiom Verge. Axiom Verge war wirklich eure Todessession. Das war die Todessession. Er war glaube ich um 3 da, wir haben 16 Uhr angefangen. Oder noch früher, weiß nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, wir waren 8 Uhr morgens fertig. Mit unserer Session. Und jetzt muss ich mal den Parts nochmal genau angucken, wie er immer rote Augen bekommt. Also, siehst du nicht, weil schwarz-weiß ist, egal. Auf jeden Fall, es war echt krank, aber wir haben uns einfach mal getroffen, wir haben uns dann zusammengesetzt, haben uns dann durchgeprügelt, haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gelabert und einfach, wir waren total in unserem Element. Und da, das war halt, wie gesagt, so ein Moment, wo man sagt, Mensch, geil, Mann, das erreichst du durch YouTube. Sowas, so zusammenarbeiten, was zusammen was auf die Beine stellen. Er hat es ja auch bei sich auf der Playlist verlinkt, weswegen das Ding auch gar nicht wenig Views bekommen hat. Auch von der Zuschauerbindung, diejenigen, die es geschaut haben, es sind durchschnittlich 40, 50, weiß ich, sind nicht viele. Aber die haben es nahezu ganz geguckt. Und auch regelmäßig. Und da denke ich mir, Mensch, das ist eine schöne Sache gewesen. Und ich denke, das war eigentlich so ziemlich der wertvollste Beweis dafür, dass man echt Spaß haben kann als YouTuber und das finde ich schön, wenn es einfach funktioniert, wenn es läuft. Genau, warte mal, jetzt haben wir ja noch einen Kommentar, ich glaube, ja, oder? Ja, ich glaube, gerade die Hälfte. Ich glaube,
War noch eine Frage? Du hast vielleicht drei Fragen jeweils. Ja, genau. Deswegen, Hälfte. Also genau, das war der Lieblingsmoment. Was erhofft ihr euch vom nächsten Jahr? Gut, also meins wisst ihr ja schon. Genau, war das jetzt auch auf YouTube bezogen? Was haben sie für YouTube erhoffen oder für uns? Aber ich hoffe, es interessiert niemanden, also denke ich. Also ich hoffe, ich glaube nicht, dass dich deine neue Arbeitsstelle interessiert. Die ist aber geil. Na gut, willst du anfangen? Ich muss mir überlegen, was erhoffe ich mir. Der Olli hat, glaube ich, noch gar nicht angefangen bisher. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mir hoffe, dass ich mit Hearthstone dass ich weitere Hearthstone-Konzepte für euch entwerfen kann und dass ich mehr mit euch mache. Das hoffe ich, dass das zustande kommt. Ich weiß, dass es weder an mir noch an euch liegt. Es passt zeitlich einfach oft nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass es, dass wir das wieder ein bisschen öfter hinkriegen einfach. Und vielleicht auch mal ein Solo-Let's Play von irgendwem von euch kommt oder sonst irgendwas. Wir schauen einfach mal. Einfach mehr Zusammenarbeit, in der Crew auftreten, weil in der Crew finde ich einfach cooler. Ja. Und worauf ich persönlich meinen Meilenstein setze, ist gar nicht mehr so arg auf Qualität hochschrauben. Das schaffe ich auch, glaube ich, zeitlich gar nicht mehr. Es sei denn, ich kaufe mir teureres Equip, wofür ich kein Geld habe gerade. Aber ich möchte mehr auf Quantität gehen. Ich möchte, dass dieses, was wir jetzt in den letzten Monaten hatten, diese regelmäßigen Uploads, weil das zieht halt Leute auch wieder an. Ne? Dieses ewige, die Let's Plays dauern nur so lange, weil wir tausendmal Pausen zwischendrin haben. Mhm. Und eigentlich machst du so ein Metroid Prime Ding, machst du in 3-4 Monaten durch, dann ist es vom Tisch. Aber nein, die ersten 10 Parts habe ich ja schon, okay, fangen wir an hochzuladen. Hey, Janik, hast du Zeit? Nein. Hey, Janik, hast du Zeit? Nein. Hey, Janik, hast du Zeit? Nein. Okay, alles klar. Auch nicht Dave! Ja, weil du der Letzte warst, den ich dauernd herholen musste und ja, egal. Auf jeden Fall. Hat doch geklappt. Es hat letzten Endes geklappt, auch wenn es wieder ein Jahr gedauert hat. Aber weißt du, das dann, und jetzt mal mich auf die andere Seite dann zu schmeißen, da hätte ich auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Deswegen, ey, ich bin voll geil auf den nächsten Part. Ja, ein halbes Jahr später kommt er. Cool, geil. Jetzt habe ich ihn schon tausendmal woanders gesehen. Ist okay. Ja. Und das ist schade. Das ist einfach schade. Man muss einfach ein bisschen gucken, dass man wirklich das koordinierter an einer möglichst tägliche Uploads hat. Wir hatten sogar mal 2 Videos pro Tag im 2012. Und das war aber sehr mutig, finde ich. Ich hab mir gedacht, wir sollten da sparsamer mit umgehen, aber es hat ja auch gelaufen. Es ist gelaufen und wäre auch weitergelaufen, wenn meine Platte damals nicht abgeschmiert wäre. Mhm. Aber was soll man machen? Ist halt so. Gelaufen. Ja. Ja, also auf jeden Fall ein bisschen professioneller, ein bisschen regelmäßiger, ein bisschen koordinierter das Ganze machen mit den Uploaden und sagen, okay, jetzt muss ich wieder aufnehmen, jetzt muss ich wieder schneiden und blub. Das. Aber ich habe jetzt einen neuen PC, jetzt stürzt mir da auch nichts mehr auf, jetzt ist auch gute Zeichen gesetzt. Das war's von mir. Ach Mann. Muss nicht. Also was ich mir erhoffe, ich erhoffe mir mal, na klar, dass wir mal wieder öfters was machen können. Ich würde mir auch hoffen, warum müssen wir mal der Treffpunkt bei dir sein? Warum kann er nicht mal bei mir sein? Ihr könnt doch mal gern zu mir kommen. Du wohnst ja noch nicht so lange bei dir. Wo wohnst du überhaupt? Also nein, das beschreibt mir nichts. Ich wohne in der Bibubi-Straße. Nee, der ist wirklich so. So, wenn du wirklich in der Bibubi-Straße wohnst, würde ich dich arg feiern, gell? Das ist dir klar. Das habe ich gerade an Donkey Kong erinnert, so von wegen, oh, das ist ja Yannick, Beep. Ey, Mann, ich heiße wirklich Beep, du Spaß, löscht das Video. Ja, gut, nee, klar, ja. Also klar, mich würde es ja auch freuen, wenn wir uns öfter sehen, aber wir sind ja alle pflichtbewusste Männer, Geschäftsleben und haben natürlich nicht viel Zeit füreinander. Auch was die Zeiten angeht. Pflichtbewusst, ne? Also, ich nehme es auch nicht so ernst, was ich da mache. Aber nein. Das war ich auch. Sagen sie alle. Und ich schwör's, jedenfalls, und da würde es mich freuen, wenn es so wie in alten Zeiten ist, dass wir einfach da ganz easy uns sehen konnten. Ich weiß, ganz am Anfang hat es ja begonnen, dass es gut lief, und dann ging es los, dass Olli seinen Studienplatz bekam, damals in Göttingen, und da hat es angefangen, oh Scheiße, da dachte ich gleich eigentlich, okay, das mit dem Kanal war lustig, da ging auch nur ein paar Monate, jetzt ist vorbei. War ein kurzes Hobby, aber wir haben es weiter fortgesetzt, also Olli wollte es weiter fortsetzen, und da habe ich ihn auch gerne mal besucht, seinen Studienort. Haben wir es fortgesetzt und es ging auch gut. Und deswegen wäre gut, wenn wir das jetzt auch wieder so hinkriegen könnten. Weil eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich gebe nur zu, ich habe auch meistens mal Zeit, aber dann bin ich echt zu kaputt von dem Tag oder so. Und dann noch zum Olli zu fahren und dann bis spät in die Puppen und wieder heimfahren. Und dann muss man wieder raus, dann habe ich oft schlechte Laune. Aber ja, weil du dich da ein bisschen um deinen Tag betrogen fühlst, das verstehe ich auch. Weil es halt mehr oder weniger auch Arbeit ist. Ja. Das muss man wirklich sagen. Aber dann denke ich auch einerseits, ist ja nicht, dass ich ihn jeden Tag besuche. Mal sage ich mal einmal im Monat vielleicht. Und dann, ja, dann sollte ich nicht so pingelig sein, aber wie gesagt, ich hoffe mal, das bessert sich. Ich habe auch schon Videos erstellt, wo ich keinen Bock hatte.
Also teilweise hat man es gemerkt, ich merke es zumindest, aber ja, es ist, wie gesagt, man muss halt sich ab und zu echt mal auch bei sowas aufraffeln. Man hat auch nicht jeden Tag Bock aufs Fußballtraining und geht hin. Und du hast auch nicht jeden Tag Bock auf Pumpen und gehst hin. Doch. Das macht Spaß. Also zumindest ich nicht. Und ja, ja, also ja, wenn man es halt macht, ich mach's, wenn ich Bock hab, dann wird's nichts. Das, ja, ja, klar. Also man muss es halt zumindest ausreißen. Halt so. Ja gut, aber der Vergleich hinkt, weil ich habe keinen Bock aufs Fußballtraining, dann tust du ja trotzdem trainieren und wirst besser dabei. Wenn du vor die Kamera gehst, ich habe keinen Bock, ja, da ist jetzt halt so ein Idiot, der greift mich jetzt an, das ja, hat halt keiner Spaß. Ja, natürlich. Also, wenn man absolut keinen Bock hat, okay, aber wenn man nur mal kurz seinen Arsch nicht hochkriegt, das... Ich rede heute nicht, ihr schaut einfach, was ich mache, aber ihr könnt mein Gesicht trotzdem angucken. Let's show together. Genau. Ja, gut. Klar. Ja, ich bin hier noch. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, das bessert sich alles, dass man so wieder wie in alten Zeiten, dass ich auch mal mehr zu sehen bin und nicht nur der Hearthstone-Typ wieder und auch mal den Typ wieder. Nee, dass man uns mal mehr sieht, man mehr wieder die Aufreger und nicht den Aufreger sieht. Ja, das ist so meine Hoffnung. Auch meine, ich hoffe das ja selbst. Es ist nicht so, dass ich mich drücke und keinen Bock mehr habe. Ich habe ja selbst Bock, nur halt, es ist halt wirklich manchmal anstrengend, sich zu... Den Arsch hochzukriegen. Danke, den Arsch hochzukriegen. Deine Cola schmeckt schrecklich. Willst du mehr? Ist auch ein guter Jager. So schrecklich. Aber egal. Ja, Dave? Ich trinke meine Cola, ey. Ach, die Cola ist echt nicht so geil. Dann hol dir halt Fritz... Hier heißt Fritz Cola, gibt's auch noch, gell? Mhm. Du dir doch Fritz Cola. Hab ich mir so mal geholt? Ja. Beispiel. Das ist ja auch wieder mit diesen Schleichwerbungen. Übel, wir kriegen ja kein Geld dafür, warum machen wir sowas? Ja, genau. Noch nicht, aber irgendwann, deswegen schon mal vorbereitet. Irgendwann? Ja. Wenn wir oft genug den Namen sagen, kriegen wir vielleicht dann einfach so Geld. Einfach so. Okay. Fliegt uns. Okay. Was ich mir wünsche für 2016, für den Kanal und für uns insgesamt, das ist immer so wie diese kaputte Schallplatte. Ja, ich wünsche mir auch, dass wir mehr miteinander unternehmen. Natürlich. Ja. Das würde mich freuen, wenn wir wieder mehr Zeit finden, miteinander was zu tun. Da ich jetzt zumindest näher an Olli wohne, wäre es natürlich wahrscheinlicher, als es vorher war. Dementsprechend ist das schon ein guter Pluspunkt, dass es vielleicht tatsächlich klappt. Sonst wünsche ich mir auch so, vielleicht hin und wieder was machen zu können für den Kanal, aber... Wie gesagt, mein Equipment passt nicht, ich habe auch keine eigene Kamera. Wenn ich versuche, mit meinem Laptop alles zu machen, der jetzt schon in die Jahre gekommen ist, tut er teilweise hängen beim Aufnehmen von PC-Spielen, wo ich eh nur alte PC-Spiele spielen kann. Er hat letztens sogar mal gehangen, als ich Chrono Trigger streamen wollte, weil es nicht gleichzeitig Chrono Trigger, dieses unglaublich schlechte Spiel, streamen kann und gleichzeitig das Spiel abspielen kann, ohne dass es hängt. Also es ist ja traurig. Ja, es hat Feierabend, ne? Ja, ziemlich. Aber mich würde es freuen, wenn wir mehr miteinander machen. Und was ich besonders vermisse, muss ich sagen, sind die Let's Battles. Ja! Ja. Letztens habe ich davon gehabt. Ja. Schön aufs Maul gehen. Schön auf die Rieche. Also mir persönlich, Tekken hat mir immer noch am besten gefallen. Ja. Das war das erste und es war einfach geil, weil jeder von uns, außer Yannick, es so relativ drauf hatte. Du hast dich aber trotzdem gut geschlagen. Und es sah aber auch so aus, als hätten wir es drauf. Ja. Egal wer, es sah aus, als könnte er aufs Maul geben bei Tekken und es lief. Die anderen Battles waren trotzdem witzig und haben Spaß gemacht, auch wenn sie vielleicht für andere nicht so professionell gewirkt haben. Wobei ich auch nicht weiß, ob Tekken professionell gewirkt hat, vom professionellen Standpunkt aus. Aber ich vermisse es, euch vor der Kamera zu vermöbeln. Ganz ehrlich. Ja, das gegenseitig hassen vor der Kamera, das war ich schon wenn geil. Es gibt genug Kampfspiele, die rauskommen. Es gibt nur keinen von uns mit einer PS4. Mille hat eine. Gut, vielleicht haben wir die Möglichkeit, hin und wieder ein paar neue Spiele zu üben und uns dann professionell auf die Fresse zu geben. Und das würde mich echt freuen. Das wäre mein Vornehmen für 2016 hauptsächlich. Ich meine, wir hatten ja auch, wir haben uns auch bis jetzt auch 1, 2, 3. Wir wollten ja auch mal Smash Bros. Ich war ja erst die Idee, ey, nee, machen wir mal kein Let's Battle, machen wir mal wieder ein Turnier. Es wird nicht zustande kommen. Nee. Es wird nicht zustande kommen. Unser allererstes Projekt damals auf uns war Smash Bros. Brawl, das Turnier. Es war, ja, natürlich unorganisiert, auch 10. Wir hatten damals einfach noch keinen Plan, was man da machen muss und so weiter. Jetzt hätte ich einen Plan. Müssen wir auch. Ja, also du kannst auch nicht einfach irgendwelche Leute noch nicht mal in deinen Plan involvieren und dann Steven Spielberg Schauspielerei verlangen, das geht aber nicht. Aber ist egal, auf jeden Fall wollte ich da eigentlich auch nochmal ein Turnier machen in Bezug auf
den neuen Smash Bros. Wii. Smash Bros. U heißt das? Oder? Wii U. Wii U, einfach nur super, ja. Smash Bros. Wii U und 3DS gibt's. Scheiße. Ja, auch scheiße. Also auf jeden Fall, das Turnier wird es nicht geben. Das mache ich nicht. Ich mache es aber nicht, weil die Zeit fehlt und weil der Aufwand zu groß ist. Und da würde ich lieber sagen, mach mal so ein Mini-Turnier. Einfach mal mit der Community. Unsere 5, 6, nee, einfach mal 3, 4, 5, 6 Leute vielleicht. Ach so. Wenn wir das mal hinkriegen. Wenn wir die alte Crew involvieren, wie Ralf und Esa, die auch schon beim letzten Turnier dabei waren. Ja. Wenn sie sich breitschlagen lassen, wäre das? Ich glaube, auf 8 Leute würden wir kommen. Ja, das ist Dragon Ball-mäßig 8 Leute. Eben. Also es müssen ja keine 16, 32 Leute sein oder irgendwas, sondern einfach mal in der Gruppe zusammensitzen und genau, einfach mal uns ein bisschen machen. Geben. Das sollte schon ein größeres Battle werden, für einfach nur ein Let's Battle fände ich es einfach zu klein. Aber ja, genau. Das müsste aber auch erst Mac genervt werden, bevor ich gegen dich mit Mac kämpfe. Nö. Genervt niemals. Ne, der komm, ist doch nicht zu stark. Nein, er ist nur OP mit seinem Schild, während er schlägt. Übrigens heißt er Mike. Mac. Little Mac. Little Mike. Mike Tyson, ja, Entschuldigung. Okay, ja. Gehangen für Little Mike. Wobei, ich würde vorschlagen, also es wird wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauern, aber machen wir es erst dann, wenn auch alle Charaktere drauf sind. Weil Bayonetta und noch einer wurden jetzt angekündigt. Wenn die draußen sind, sollte es sogar die letzten Erweiterungen gewesen sein. Okay. Dann wird es Sinn machen, denke ich. Ja, es steckt auf jeden Fall, also ihr merkt einfach, es ist auch immer ganz lieb, wenn ihr Kommentare schreibt, Vorschläge macht und so weiter. Es ist öfter, es ist eigentlich immer nicht, dass wir keine Ideen haben. Sondern es ist manchmal eine Decke und die wollen wir durchstoßen. Versteht ihr? Durchstoßen. Geht ihr nicht den Film? Nein! Janik, du bist raus. Du bist echt raus jetzt. Was war das? Nicht 22 Jump Street. Schon gehört, aber ich hab's nicht gesehen. Gesehen, aber es ist nicht witzig. Also. Gesehen, aber es ist nicht witzig. Körner, da ist eine Decke und die wollen mich durchstoßen. Das war der Janik. Okay. Das war der Janik des Tages, sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Danke, das jetzt gehen wir nach Hause. Ja. Gut, Freund. Also, ich denke, wir können, wir haben, glaube ich, über alles geredet, was jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr kommt. Also. Ja, was kann ich jetzt noch sagen, wie es in der Frage ist? Also von den Let's Play-Projekten kann ich vielleicht noch sagen, ich werde jetzt gucken, dass ich die Metroid-Reihe so schnell durchziehe, wie es geht. Also wirklich in einen Rutsch. Nicht, dass ich sie weg habe, aber ich müsste doch. ich will sagen, nicht, dass sie mir auf den Keks geht, aber seit 2012. Es sind zwar 10 Spiele, aber seit 2012. 4 Jahre für 10 Spiele, das ist ein bisschen. Also, es sollte langsam zu Ende kommen. Und es ist ja gar nicht mehr so viel. Du wolltest mal eine Mega Man-Reihe machen, als ich dir ausgerechnet habe, dass es knapp 50 Spiele sind. Hast du dann wären wir in 2.30 und nicht fertig. Dann Sommer zur Abkühlung würde ich gerne mit der Tropical Freeze anfangen. Oh ja. Hast du's? Ich habe die Wii U. Ja, hast du fertig. Hast du ein Spiel kaufen? Oh mein Gott, 50 Euro, ich krieg's nie hin. Warte ab, vielleicht wird's bis dahin runtergesetzt. Das war ein Scherz, ich scheiß 50 Euro. Ach so. Hör auf, meine Cola zu schütteln. Ich kann das gut. Jetzt fängt das wieder an. Gib mir meine Cola. Genau, dann wäre die Donkey Kong-Reihe durch. Ich würde gerne Bioshock weitermachen. Nein, du hast noch nicht Konga Beats. Ja, genau. Oh, das hat eine geile Story. Ja, okay. Und ja gut, StarCraft halt. Also ich bin Let's Play-mäßig eigentlich durch. Ich würde aber gerne... Wann kommt Mighty No. 9? Mighty No. 9 soll rauskommen. Ist es Januar, Februar? Spätestens März, aber irgendwann zu Beginn 2016 kommt Mighty No. 9 raus. Also der geistige Nachfolger von Mega Man, auch vom selben Producer Keiji Inafune. Bock. Aber heftig. Ja. Und gekauft ist es schon, per Kickstarter, weil ich Kickstarter gebackt habe. Also es ist da. Yooka-Laylee auch schon gekickstartert? Ja. Mit Demo? Wer es nicht weiß, Yooka-Laylee, geistiger Nachfolger von Banjo-Kazooie, weil die Leute, die es früher gemacht haben, eine neue Firma gegründet haben. Geht? Ja. Geht heftig? Also, ja, wie gesagt, das sind also... Wie gesagt, Metroid, Donkey Kong Tropical Freeze und StarCraft sind die auf jeden Fall feststehen. Ich hoffe, dass ich noch Bioshock dazu kriege, dass es auch rum ist, aber mal schauen. Alles andere
wird relativ spontan sein. Wir wollen uns da natürlich auch noch Lücken offen lassen, falls einfach mal sagen, hey, komm, ja, ach, da ist doch ein Spiel, ein neues, gucken wir uns das mal an oder irgendwas. Ja, also das sind auf jeden Fall mal die Projekte, die feststehen. Hearthstone Guides natürlich auch. Und ansonsten dürft ihr einfach gespannt sein. Die haben auch keinen Plan damit. Ja. Und, ja. Und habt ihr noch was zu sagen? Danke für das letzte Jahr, danke für die bisherigen Jahre und wir freuen uns, wenn ihr noch ein paar Jahre dabei seid, wenn wir es überhaupt noch ein paar Jahre machen. Wenn wir es noch überleben, bis dann. Mal gucken, wie lange es bei uns noch weitergeht. Ja, ich bin echt älter. Aber, ja, ich merke schon ein Kreuz. Es geht nicht mehr so gut. Ich merke da wirklich auch schon ein Kreuz. Nee, das liegt an der Couch, ist echt unbequem. Ich kann gerade sagen, am Channel liegt es nicht. Er ist frisch. Er ist frisch. Voll jung, Saft. Jung. Saft. Schuhe. Also dann, ich wollte es an Weihnachtsfeiertagen rausbauen. Das heißt also, fröhliche Weihnachten, ein gesegnetes neues Jahr. Rutscht gut rein, dann rutscht nett aus. Genau, und dann wünschen die Aufregers euch frohe Weihnachten und frohes neues Jahr. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wenn die Aufregers-Action wieder weitergeht. Volle Kanne ins Gesicht, Junge, und das war's. Ciao. Scheiß Abonnenten!